Prospectors and Developer Association of Canada veranstaltet jedes Jahr in Toronto Anfang März in der ersten Woche die größte Rohstoffmesse der Welt. Bei mir ist jetzt Dave Hodge von Zimtu Resources. Dave Hodge ist President and CEO des Unternehmens. Hello Dave, how are you today? I'm good. Okay, so that's great. So Dave, you are the President and CEO of Zimtu Resources. Could you give me please a short introduction of your company? Well, basically, Zimtu is listed as an investment issuer on the TSX Venture Exchange. And really what that means is it gives Zimtu the opportunity to be an opportunist. And that's really what the company is about. We build value in the company either through property transactions, or we do a lot of private to public transactions where we help companies go public. So essentially, Zimtu's involved in the market, the exploration market, at a very, very early stage. Wir haben neben Dave auch noch den Direktor von Zimtu, er ist im Aufsichtsrat, Sven Olsen. Mit Sven Olsen werde ich das Interview jetzt in deutscher Sprache weiterführen. Zimtu ist ein rein kanadisches Unternehmen und neben mir sitzt ein deutschsprachiger Direktor. Herr Olsen, wie wird man als Deutscher, der in Süddeutschland lebt, Direktor einer kanadischen Gesellschaft? Das ist eine gute Frage. Es gibt sicherlich nicht sehr viele solche Beispiele, aber meine Geschichte ist im Grunde einfach. Ich bin seit 10 Jahren in diesem Geschäft. Zunächst mal in Form als Investor Relations Partner in einer deutschen Agentur. Und vor 3 Jahren hatte ich einfach die Chance, sozusagen auf die andere Seite zu wechseln, dort, wo die Deals gemacht werden, wo die Beteiligungen kreiert werden. Und das ist bei Zimtu in Vancouver. Ich bleibe allerdings, bin den meisten Teil des Jahres allerdings in Deutschland, weil ich einfach nach den europäischen, deutschen Investoren schaue, die in der Regel bei unseren Deals dabei sind und auch in Zimtu dabei sind. Ja, Dave Hodge, der CEO und President, hat uns ja bereits einen ersten Eindruck vom Unternehmen gegeben. Was macht es den Charme aus eines Frühphasen-Investors wie Zimtu? Das ist, gerade wenn ich nochmal auf meinen Werdegang zurückblicke, sehr einfach zu erklären. Der Charme ist, dass man die Chance hat, wirklich früh dabei zu sein. Es ist ja so, jeder Deal, es gibt pro Jahr ungefähr 150 Listings in Toronto, ganz anders als in Deutschland. Und allein 150 Listings im Mining-Sektor, also es ist eine unglaubliche Aktivität an, sagen wir mal, neuen Dingen, die da kreiert werden. Und es ist wichtig, unter Risikogesichtspunkten früh dabei zu sein. Es gibt eben, Vancouver ist typischerweise der Ort, wo diese 10-5-Cent-Runden passieren. Und es war in der Geschichte so, dass dann vielleicht eine nächste Runde dazu kam mit Toronto oder New York, vielleicht die 25-Cent-Runde. Und Europa war dann in der Regel einfach dann der Ort, wo diese Firmen dann erst bekannt geworden sind, nachdem sie natürlich an der Börse waren, mit 40, 50 Cent. Und ich glaube, Zimtu ist deswegen gerade für europäische und deutsche Investoren so spannend, weil es die Möglichkeit bietet, mit zu partizipieren, da wo die Deals kreiert werden. Und das ist das, was mich vor 3 Jahren unbedingt bewogen hat, hier dabei zu sein. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Ich finde es die spannendste Aufgabe schlechthin. Also es gibt nichts Schöneres, als dabei zu sein, wenn Leute, Management, Projekte und eine gute Struktur zusammenkommen und dann eben an der Börse zusammenarbeiten. Gut, das heißt, Sie investieren sehr früh in Unternehmen zu sehr günstigen Preisen. Ja. Das heißt aber auch, dass das Risiko in dieser Phase noch besonders hoch ist im Vergleich dazu, wenn man später in das Unternehmen einsteigt, weil ja zu der sehr frühen Phase noch sehr viel schief gehen kann. Ja. In wie viele verschiedene Unternehmen investiert Zimtu? Wir haben im letzten Jahr, nur als Beispiel, in 4 oder 5 Frühphasen Investments investiert, wo wir in der privaten Phase eingestiegen sind.
wo wir eben das Management mögen, wo wir sagen, Management hat ein vernünftiges Portfolio. In der Regel ist unser Investment da 250.000, maximal 500.000. In der Regel schon eine Kombination aus dem, was wir selber machen als Simto und einer kleinen Anzahl sozusagen von Frühphaseninvestoren, die wir schon mit hineinnehmen. Das ist unser Grundprinzip. Wir machen nicht alles selber. Das ist auch leicht erklärlich durch eben das Prinzip der Börse. Das würde sich ja ausschließen. Das heißt, wir haben vielleicht pro Jahr 4 bis 5 zentrale neue Deals, die wir auf diese Weise machen. Wir haben aber auf der anderen Seite einen sehr viel, sagen wir mal, schnelleren Umsatz durch Projekttransaktionen, wo wir im Grunde als Makler auftreten, wo wir mit unseren geologischen Partnern zusammen Projekte, interessante Projekte aus verschiedenen Bereichen suchen lassen, sie dann staken, also uns sichern, die Explorationslizenzen sichern und dann börsennotierte Firmen finden, die diese Projekte kaufen. Und das ist uns im letzten Jahr, wenn ich es recht zähle, glaube ich, rund 10-mal gelungen. Dieses Jahr auch schon die ersten Deals im Graphitsektor. Und in der Regel ist es so, wir partizipieren dann vielleicht mit 1 Million Aktien, die wir über solche Transaktionen verdienen, plus ein bisschen Cash. Und man muss halt sehen, wir kreieren auf diese Weise eine wunderschöne Gelegenheit zu partizipieren an diesen frühen Phasen, aber wir haben kein Money at Risk, kein Geld mehr im Feuer sozusagen. Mhm. Und das ist ein sehr schönes zweites Standbein, das jede Menge Deals eigentlich bringt und von dem wir mit dem wir sehr, sehr gut fahren. Ja, wir haben jetzt immer sehr allgemein über die Beteiligungen von Simto gesprochen. Geben Sie uns doch mal ein paar Namen. Welche sind denn so die wichtigsten oder die besten Beteiligungen, die Sie momentan im Portfolio halten? Wir unterscheiden im Grunde zwischen reiferen Beteiligungen, die schon, sagen wir mal, eine längere Vorgeschichte haben, die auch schon weiterentwickelt sind. Dazu zählen natürlich Western Potash als vielleicht das bekannteste Unternehmen, Commerce Resources, als ebenfalls schon weit fortgeschritten in einer sogenannten Development-Phase, in der Phase, wo man also Ressourcen hat, wo man auch schon ökonomische Daten hat, Pre-Feasibility hat, vorläufige Machbarkeitsstudie zum Beispiel und auf dem Weg Richtung Feasibility. Diese Unternehmen haben Market Caps oder Börsenbewertungen von 200 Millionen derzeit oder im Fall von Commerce sind es vielleicht momentan 40 Millionen. Dann haben wir sozusagen eine ganze Gruppe von Unternehmen, wo wir 1 Million Aktien halten, die wir zum Beispiel auf dem Wege von Transaktionen erworben haben. Davon gibt es insgesamt 17. Wir haben insgesamt 17 Unternehmen, wo wir eben substanziell beteiligt sind. Die können teilweise noch wirklich bei 10 Cent stehen, teilweise stehen sie bei 30 Cent, das ist ganz unterschiedlich. Und dann haben wir noch eine ganze Menge so kleine Dinge, die erstmal unspektakulär ausschauen, aber die gut für Überraschungen sind. Man muss im Grunde es so sehen, dieser Markt ist auch quasi ein statistisches Wahrscheinlichkeitsspiel, denn man muss breit streuen, um bei einem Erfolg dabei zu sein. Das muss man schon so sehen. Aber vielleicht zu Ihrer anderen Frage, wie wir mit den Risiken umgehen. Dadurch, dass wir eben erstens mal durch das Transaktionsbusiness sehr, sehr preisgünstig an Beteiligungen kommen, ist natürlich das Risiko gering. Und zweitens, wenn wir dann eben bei 5 oder 10 Cent eine Seed-Runde, also eine Gründerrunde machen, dann ist die Bewertung des Unternehmens zunächst mal gering. Und das größte Risiko besteht eigentlich darin, ein Unternehmen dann aus der privaten Phase an die Börse zu bringen. Und wie ich schon sagte, dieser Übergang ist in Kanada wesentlich einfacher zu machen als in Deutschland, wo es sehr wenige IPOs gibt. Hier, wie gesagt, über 100 pro Jahr. Was aber nicht heißt, dass es einfach ist, denn solche Dinge können dann durchaus mal 1,5, 2 Jahre dauern. Und dazu braucht man eben den richtigen Investor, der auch das Modell versteht, der die Risiken richtig versteht und der diese Geduld mitbringt. Ja? Aber die Chance ist eben, bei 10 Cent einzusteigen, bei 25 Cent oder bei 50 Cent, je nachdem wie der Markt dann auch jeweils ist, an die Börse zu gehen und
Wenn man die Geduld hat, ist das alles in allem doch ein relativ, sagen wir mal, also ist das Risiko, kann man das eben managen. Ja? Okay, das heißt, Sie geben dem privaten Investor oder dem Anleger die Gelegenheit, so früh in ein Unternehmen zu investieren, wie er es selbst normalerweise nicht machen könnte. Genauso ist es. Diese Unternehmen sind ja per Definition noch nicht börsennotiert, also noch nicht wirklich sichtbar am Markt. Und trotzdem kann man eben über das börsennotierte Vehikel Simtu Capital Corp partizipieren und teilhaben an diesen Frühphasen-Investments. Und das ist das, was ich persönlich eben auch aus deutscher Sicht so interessant finde, weil das ist eben nicht, es ist genau das Gegenteil von dem, was historisch immer gemacht worden ist und passiert ist, dass eben, sagen wir mal, die deutschen oder europäischen Investoren eher später kamen. Natürlich kann man sagen, die kamen dann auch zu einer Phase, wo vielleicht dann eben schon mehr Substanz da war, mehr Ressourcen und so weiter und so fort. Aber die Realität ist, dass die Risiken auch in der fortgeschritteneren Phase, wenn man schon Ressourcen hat, nicht unbedingt kleiner sind. Im Gegenteil, es gibt sehr, sehr viele, sagen wir mal, Dinge, die an denen solche Unternehmen dann scheitern können. Das kann der Preis des jeweiligen Rohstoffs sein, der plötzlich aus unerfindlichen Gründen abstürzt. Es kann der Markt selber sein. Es kann politische Gründe geben, weswegen Projekte dann lange einfach nur da liegen. Oder es gibt natürlich dann eben auch einfach die finanziellen Gründe. Das heißt, wenn der Markt nicht da ist für die entsprechende Commodity, dann wird ein Unternehmen gezwungen, zu billig zu finanzieren. Das ist dann für die Aktionäre schmerzhaft, weil das Verwässerung bedeutet. Aber wie gesagt, für uns, unser Prinzip ist, wir sind früh dabei. Wir sind aber auch bekannt als loyale Aktionäre. Das heißt, wir könnten unser Business gar nicht machen, wenn Simtu sozusagen ein sofortiger Verkäufer wäre. Dann würde kein Unternehmer, kein Management, darum geht es nämlich letztlich, mit uns arbeiten wollen, weil sie wollen im Grunde den Support, den Simtu bieten kann. Und dieser Support ist sehr vielfältig. Wie gesagt, geht von Finanzierungen bis hin zum Backoffice, wo wir das Accounting für Firmen machen, einfach auch um Kosten zu sparen. Jawohl. Herr Olsson, geben Sie uns doch zum Abschluss noch ein paar Eckdaten zum Unternehmen. Wie groß ist die Marktkapitalisierung? Ja. An welcher Börse wird Simtu gehandelt? Ja. Und wie ist denn der aktuelle Kurs im Moment? Der aktuelle Kurs ist $1.30, $1.40. Und das lässt sich sehr einfach rechnen. Wir haben 10 Millionen Aktien ausstehen, also ist der Börsenwert bei 13, 14 Millionen. Unsere Asset Base war vergangenen Montag 18 Millionen. Das heißt, wir sind typischerweise als Beteiligungsunternehmen handeln wir mit einem Abschlag gegenüber unseren Holdings, gegenüber unseren Beteiligungen. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Für mich ist es schon zentral zu sagen, diese 10 Millionen Aktien, davon hält das Management rund ein Viertel. Und wir haben eine sehr loyale, über Jahre gewachsenes Aktionariat. Die wissen, dass im Grunde, weil wir so wenige Aktien haben, jeder einzelne Deal, den wir haben, die 2 Millionen Aktien, Western Potash zum Beispiel, übersetzen sich sehr stark auf die einzelne Simtu-Aktie, um es mal so zu sagen. Ja. Wenn also einer unserer Kandidaten, eine unserer Beteiligungen ein großer Erfolg wird, dann wird sich das eben sehr, sehr deutlich bemerkbar machen auf den Simtu-Share-Preis, weil wir eben nicht verwässert sind, weil wir nur sehr wenige Aktien außen haben. Okay, vielen Dank, Herr Olsson, für das Interview. Gerne. Und noch eine gute Zeit auf der PDAC in Toronto. Danke, Herr Sarcher. Tschüss. Bitteschön.